Schnibbel die Schnappe und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us mit mir, dem Nefkara, sonntags. Halte er zwei gedrückt und John Surfer, um irgendwie zu fokussieren. Ja. Die Sonntagsausgabe. So, wir haben hier noch einige Wächter. Inzwischen habe ich auch schon mal den Multiplayer angezockt. Softet. Ich nehme jetzt einfach mal ein Medipack und wir sehen, das Medipack sorgt auch dafür, dass... Da ist eine Schere. Klebeband. Wir können damit Messer bauen. Aber mehr irgendwie noch nicht. Das ist blöd. Konstruktionsbücherchen gibt es bestimmt auch. Wir haben noch gar keinen Erfolg abgesahnt, was ein bisschen merkwürdig ist. Wie gesagt, erstmal egal. Wir wollen erstmal weiterkommen. Und 123 Abonnenten haben wir, krasse Scheiße. Ihr seid ja wohl wahnsinnig. Ja, das sind auch zu viele. Ich habe auch nicht vor, die alle wegzuprügeln. Bei der Typ hier. Und hierhin schleppen und erwürgen. Wichtig war, dass wir den hier hingezogen bekommen. Ja, der muss auf jeden Fall dran glauben. Der Typ ist ja vielleicht noch am Leben. Und dann schauen wir mal, was hier noch so ist. Nichts. Ich werde jetzt ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Wie gesagt, ich habe euch in Folge 2, das werdet ihr am Samstagabend sehen, gefragt, ob ich am Stück aufnehmen soll und dann in Parts teilen einfach oder mit An- und Abmoderation. Das hier wird jetzt in Parts unterteilt, dann seht ihr den direkten Vergleich. Zusätzlich dazu eine Frage, soll ich Untertitel anmachen, ja oder nein? Mir ist es persönlich lieber nicht. Ich habe ja den Sound relativ laut, auch für euch, damit ihr das hört. Kann man den Typen da hinten retten? Nein, kann man nicht. Ich hätte den aber gerne gerettet. So, das Crafting-System habe ich im Multiplayer schon ausprobieren können, ein bisschen. Wenn ihr davon irgendwann auch mal was sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Kommt hier an. Rein theoretisch können wir beiden ausnocken. Rein theoretisch, es ist sogar scheiße. Damit hat sich gerade der Plan mit alle ausnocken erledigt. Aber ich will da lang. Auf dem Schwierigkeitsgrad ist das auch irgendwie eine machbare Aufgabe. Da verzieht er sich wieder. Und wir können hier uns die beiden Typen schnappen. Zum einen ihn hier. Ja, danke. Zum anderen. Können wir uns auch direkt ihn hier greifen. Ich guck mal die Durchsuchten durch. Passt auf, da unten kommt er gleich wieder. Was haben die denn? Und auf jeden Fall einfach nur um die Ecke gebratzelt. Ihr seid überhaupt nicht laut. Da unten könnte halt jederzeit die anderen Typen kommen. Ich will hier nur gucken, ob hier nicht noch was liegt. Wie gesagt, der andere Typ wird hundertprozentig gleich hochkommen. Dementsprechend will ich da mal schauen, wie wir das machen. So. Da ist er. Was war das? Und zack. Das ganze Blut ist schön gespritzt, aber das musste sein.
So, der Typ ist tot. Können wir uns jetzt mal ein bisschen noch hier umgucken, dass, ob hier irgendwas liegt. Wie Materialien für Messerchen und so. So, den Typen einen Stein gegen den Kopf schmeißen bedeutet, dass wir uns hier den Ziegelstein wieder nehmen können. Ja, Ziegelstein können wir nämlich dann gebrauchen. Okay, dann lass uns mal runtergehen. Bei dem Typen haben wir eindeutig die Birne zertrümmert. Das Blut ist auch quasi nur so aus ihm rausgeflossen. Mal schauen, was hier so ist. Hä? Ach so. Na dann. Wir sind sogar schon da. Gut. Los. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Ich werde die Sachen doppelt rendern müssen. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Fehler beim Auftreten in PlayStation Network. Yeah! So was liest man immer wieder gern. Wir sind jetzt auch gleich da. Juckt mich nur nicht sonderlich. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Vor allem nicht, können wir nicht sprinten. Sehr schön. Super Deal. Wir haben es gecheckt. Meine Güte. Weil hier liegt auch gar nichts, ne? Hilf mir mal eben. Ja, bin dabei. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Damit haben wir jetzt offiziell Ellie dabei. Sehr schön. Also, ja. Ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Mhm. Die deutsche Synchro-Stimme von Ellie ist angenehm. Oh, da war was.
Wieder ein Firefly-Anhänger. Ja, wissen wir ja schon. Philipp Leo. Wir haben die an der Brust getragen. Tja, und dementsprechend haben wir jetzt unsere zwei Hauptcharaktere. Nach etwas mehr wie einer Stunde. Zusammen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie ich das mache. Ich will dann irgendwo so eine Art Cut machen. Oh, 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 oh. Uncool. Was hast du da mit dem Messer gemacht? Interessant. Ellie, komm mit. Ich halte hier nach allem Ausschau. Was macht die? Komm mit. So, wir schauen uns, wie gesagt, die ganze Zeit mal um. Hier ist nix. Das wäre auch schlecht gewesen. Okay, Ellie, wir hauen hier nach unten ab. Komm mit. Hier runter. Okay, wir sollten ein bisschen los, aufpassen. Da fahren sie. Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Mega geil. Kann nicht sein, dass hier überall gehen wir hin. Ist. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ja, war ja klar. Ich habe eigentlich gerade nach Gegenständen Ausschau gehalten. Hammergeil die Steuerung. Pass auf. Jetzt kommst du auch da hoch. Comprendre? Die kommt hier so nicht hoch. Als ob ich dir nicht helfen muss. Als ob du da hochkommst. Verarschen. Doch, das schafft sie. Gut. Ich bin ein ganzes Stück hinterher. Ja, guck mal. Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Ja, was bisher. Läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Fängt ja toll an, die Beziehung zwischen den beiden. Aber wenn man ehrlich ist, hat er ja wohl recht. Hier ist es. Thank you.
Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Schön zu wissen, das Ganze. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon niemand sein. Das mit dem Regen sieht einfach nur geil aus. Na los. Es wird auf jeden Fall viel Arbeit sein, das zu rendern. Das wird es auf jeden Fall. Der Generator. Interessantes Minispiel. Aber jetzt funktioniert wenigstens der Strom. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant. Wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Tja, ich glaube, sie hat aber recht. Wie gesagt, bis jetzt. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Na. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Bei Regen sieht das Ganze noch viel geiler aus. Oh, guck mal. Gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. What the fuck? Anscheinend war die noch nie überhaupt irgendwo draußen. Liegt auch gar nichts rum. Hammer, wie das aussieht mit Regen. Richtig, richtig geil. Guckt euch das Wasser an. Das Spiel kann schon einiges. Und dann ist das mal die Muskeln spielen manchmal. In solchen Momenten zum Beispiel. Sieht richtig hübsch aus. Und guck mal, schwimmt denn da?